Der Elektrosmog-Detektor von Francis ist ein Bausatz, mit dem man elektrische und magnetische Wechselfelder nachweisen und anzeigen kann. Das Gerät kommt mit einer fertig bestückten Platine. Da muss man noch zwei LEDs anlöten, ein Poti, Lautsprecher, Batterie und die Spule, die als Magnetfeldsensor dient, und dazu eine Drahtantenne für elektrische Felder. In diesem Fall habe ich noch zusätzlich einen Widerstand eingebaut. Es hat sich gezeigt, dass unter bestimmten Bedingungen der Magnetfeldsensor zu Eigenschwingungen neigt, und die werden mit einem Widerstand gedämpft. Ist aber nicht unbedingt erforderlich, es macht also keinen großen Unterschied im praktischen Betrieb. Ich fange mal mit elektrischen Feldern an und lasse dazu auch einfach die Antenne mal raushängen. Im Normalfall lässt man sie einfach drin, denn durch das Gehäuse hindurch werden die Felder auch erfasst. So, ich sehe jetzt die rote LED. Ein leises Brummen, das ist also Netzfrequenz. Ich habe hier Kabel in der Nähe, und wenn ich jetzt höher gehe, habe ich ein stärkeres elektrisches Feld und höre dieses typische 50 Hertz Brummen. Das kennt man ja von Mikrofoneingängen, die nicht gut abgeschirmt sind und so weiter. So, elektrische Felder werden aber von vielen Geräten erzeugt, zum Beispiel das Display eines Taschenrechners. So. Funktioniert ja auch mit elektrischen Feldern. Da werden die Spannungen am Display dauernd umgeschaltet, und dadurch entsteht natürlich auch ein elektrisches Wechselfeld. So, jetzt können wir mal gucken, wenn ich hier was eintippe, dann ändert sich der Klang etwas, und wenn ich jetzt etwas rechne, dann kann ich dem internen Controller beim Rechnen zuhören. Er hat dann einiges zu tun. Die Rechenschritte führen zu Umschaltung von irgendwelchen Gattern im Prozessor, und damit verbunden sind natürlich auch wieder elektrische Felder, die da entstehen. So, man kann hier mit dem Poti die Eigenschaften des Geräts verändern. Also so ist er empfindlich gegen Brummen und niedrige Frequenzen, und so wird er ganz still und ist nur noch empfindlich für höhere Frequenzen. Ich kann mal gucken, ob das hier noch eine Rolle spielt. Da ist nichts zu hören, also das ging hier um tiefe Frequenzen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Telefon habe, ein schnurloses Telefon, dann weiß ich ja, da sind hohe Frequenzen daran beteiligt, und zwar in Form von Impulspaketen. Und wenn ich hier eine Verbindung herstelle, ist das sofort zu hören. Das ist also ein typisches HF-Signal, was hier aufgespürt werden kann. Und jetzt sehe ich schon, das Gerät hat sich jetzt auf eine kleinere Leistung gestellt. Das ist, am Anfang beginnt das mit hoher Leistung, verständigt sich dann mit der Basisstation und beschließt dann, weniger geht auch. Und wenn ich auflege, jetzt ist Ruhe. Da wurde also nochmal irgendeine Kommunikation gestartet und das Ding dann abgemeldet. So ist das Gerät für HF-Signale empfindlich. Also im Extremfall kann man sogar damit Radio hören. Wenn ich eine etwas längere Antenne habe und in der Nähe eines AM-Senders bin, dann kann ich den auch damit hören. Jetzt gehe ich mal auf Magnetfelder. Da habe ich zum Beispiel eine Fernbedienung. Das ist ein Infrarot
Gerät, also die Infrarotdiode, erzeugt Lichtimpulse. Aber wo Licht ist, da ist auch Strom. Das heißt, diese Impulse gibt es hier irgendwo auf der Platine als Stromimpulse. Und jetzt messe ich magnetisch und kann also die Impulse nun hören und damit die Funktion der Fernbedienung überprüfen. Mein Lötkolben ist offensichtlich mit Wechselstrom beheizt. So. Das Heizelement wird von Strom durchflossen. Ich habe das jetzt gerade hier eingeschaltet und kann auf dem Display, was man jetzt im Bild hier nicht sieht, sehen, dass die Temperatur hochfährt. Der Lötkolben ist also dauerbeheizt und hat damit auch ein Dauermagnetfeld. 51 Hertz Magnetfeld und das ist ein 24 Volt Lötkolben mit ungefähr 50 Watt. Das heißt, irgendwo fließt ein Strom von 2 Ampere und erzeugt natürlich ein Magnetfeld. So, jetzt haben sich die Verhältnisse geändert. Die Endtemperatur ist erreicht und damit ging der Lötkolben in einen intermittierenden Betrieb über. Das heißt, die Steuerung schaltet immer kurz ein und wieder aus. Im Moment ist er wohl heiß genug. Ich sehe auch 350 Grad, was eingestellt war. So, und jetzt heizt er wieder. Also dieses Verhalten war mir ganz neu. Man merkt ja davon gar nichts. Wie wird der Lötkolben geregelt? Da hatte ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, aber mit dem Elektrosmogdetektor da kann man das sehr schön nachvollziehen und nachverfolgen. Ja, machen wir mal ein anderes kleines Experiment. Elektromagnetische Strahlung oder Signale, sagen wir besser, kann man auch selber erzeugen. Ja, zum Beispiel so, ich habe hier ein Kabel, das ist ein USB-Kabel, aber es geht mir nur um die Erde. Also das Kabel ist geerdet. So, ich bewege jetzt mal meinen Fuß und erzeuge einen Knack. Ja, was passiert? Ich lade mich elektrisch auf, schätze mal 1000 Volt oder sowas kann ich erreichen, wenn ich mich vom Stuhl erhebe, noch mehr. Und bei der Entladung, das entsteht ein ganz kleiner Blitz. Und dieser Stromstoß oder Blitz erzeugt natürlich eine Feldänderung. Damit ein elektromagnetisches Signal. Also das Verfahren ist so, ich hebe einen Fuß hoch und dann fasse ich an, dann senke ich ihn wieder, fasse an. So ändere ich dann jedes Mal meine Ladung und der Ladungsausgleich erzeugt einen kleinen Impuls. Ja, und so gibt es halt viel zu untersuchen. Alle möglichen Geräte, auch Gewitter, elektrische Leitungen, überall hat man irgendwelche Strahlungen im Haushalt, die man untersuchen kann. Ja, und manches, was man gar nicht vermutet hätte, was bisher unsichtbar geblieben ist, kann man jetzt aufdecken.